Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Camperstyle-Video. Heute geht es um Campingbeleuchtung, um Licht beim Camping und ich möchte dir mal zeigen, was wir so alles dabei haben und wie wir es uns hell machen, wenn wir unterwegs sind. Starten wir mit der Taschenlampe. Da tut es natürlich jedes Modell, was ihr zu Hause habt, das könnt ihr einfach mitnehmen. Wir haben uns für eine Taschenlampe entschieden, die ein bisschen größer ist, die ein bisschen besser in der Hand liegt und die vor allen Dingen einen großen Akku hat, sodass wir sie also nicht so häufig aufladen müssen. Das vergessen wir nämlich sehr, sehr gern. Und die hat tatsächlich hier über den Knopfdruck eine Helligkeitssteuerung. Das heißt, ich kann die von sehr, sehr dunkel, dass ich gerade so ein bisschen was vor mir sehe, bis zum Flutscheinwerfer, wo ich die nächsten 100 Meter auslöschen kann, alles stufenlos einstellen. Sie hat ansonsten hier hinten, das war uns auch wichtig, ein USB-C-Slot fürs Laden. Wir haben relativ viele Geräte mit USB-C, unsere Laptops und Handys. Und da macht es halt Sinn, auch den gleichen Anschluss bei der Taschenlampe zu holen. Am Ende des Tages tut es aber wirklich jede Taschenlampe. Ihr müsst halt ein bisschen gucken, wie weit ihr leuchten wollt, wie viel Licht ihr braucht. Dann achtet halt drauf, dass sie vielleicht auch einen großen Leuchtkegel hat. Das Ganze gibt es natürlich auch in winzig klein. Wir haben hier von LED-Lenser so eine kleine Mini-LED-Leuchte. Die ist auch ganz okay, um so ein bisschen den Weg vor sich zu beleuchten. Also auf dem Weg zum Toilettenhäuschen auf dem Campingplatz ist die locker ausreichend. Hat auch einen Ladeadapter dran, so ein kleiner Stecker ist das hier hinten. Der geht dann auf USB, den kann ich also auch mit USB laden. Und der Vorteil ist, ich kann das halt auch mal in der Powerbank oder selbst mal am Laptop zum Beispiel laden. Was dann beim Camping aber auch praktisch ist, ist die Hände frei zu haben. Der eine oder die andere kennt vielleicht die Situation, morgens um 5, das Gas ist alles noch dunkel draußen, ich muss raus und die Gasflasche wechseln. Da ist natürlich super, wenn ich irgendwie eine Stirnlampe habe. Die gibt es in allen möglichen Varianten. Wir haben hier eine einfache von Warta, von Omeril, wer auch immer das ist. Das sind so relativ einfache Modelle. Da habe ich einen Knopf oben, kann die einschalten, die hat dann verschiedene Helligkeitsstufen. Und meistens auch irgendwie ein Blinklicht dabei und auch oft ein Rotlicht dabei. Ja, also meistens haben die verschiedene Funktionalitäten, sodass sie halt mehr Licht, weniger Licht, ein rotes Licht, dass sie also die Leute nicht so sehr stört haben. Und die sind alle, oder solltet darauf achten, dass sie so absenkbar sind, weil dann habt ihr sie, wenn ihr sie auf der Stirn habt, oder könnt ihr halt dafür sorgen, dass ihr den Gegenüber oder mit dem ihr unterwegs seid, halt nicht die ganze Zeit ins Gesicht leuchtet, sondern die Lampe eben nach unten leuchtet und ihr trotzdem gerade ausgucken könnt. Und wenn es dann ein bisschen luxuriöser sein soll, dann gibt es hier so zweigeteilte Modelle. Die haben also hier vorne dann ein etwas hochwertigeres LED-Leuchtset mit drei LEDs und dann hinten am Kopf, so wird es befestigt, die Batterie und hier so ein stufenloser Helligkeitsregler. Das ist dann also quasi das Luxusmodell, wenn ich relativ viel damit unterwegs bin, ist das natürlich auch sehr sinnvoll, weil ihr dann nicht vorne auf dem Kopf so ein Riesengewicht habt, sondern das Ganze ein bisschen hinten und vorne leicht verteilt ist. Ich verlinke euch alle Artikel auch nochmal unten in der Videobeschreibung und könnt ihr euch angucken, was für euch vielleicht spannend ist, was ihr gerne haben wollt und könnt es ganz einfach nachshoppen. Ja, das waren also so die Beleuchtung, die man mitnehmen kann. Was man auch noch mitnehmen kann, sind hier solche Lampen. Da haben wir hier so eine Campinglampe. Die ist ganz schick, ja, die müsst ihr halt einfach hochziehen, dann geht die automatisch an. Und die kann ich hier mit diesem Griff einfach tragen, kann sie mitnehmen. Macht auch ganz okayes Licht, das sind alles LED-Lampen, das heißt, die halten auch sehr lange. Und auch die kann ich dann in eine dunklere Variante umstellen und auch rot und ich glaube auch rot blinkend. Genau, wenn ich irgendwie einen Notfall habe, ja, kann die eben verschiedene Modi. Wenn ich sie wieder zuklappe, ist sie aus. Und was bei der ganz cool ist, die lässt sich auch über USB laden. Die hat hier hinten einen ganz normalen Micro-USB-Eingang, wie viele ältere Android-Telefone. Dann hat sie unten einen USB-Ausgang. Könnt ihr also auch ein Ladekabel zum Beispiel fürs Handy anschließen und könnt die dann auch als Powerbank benutzen. Und wenn euch unterwegs mal der Saft ausgeht, dann hat die auch hier oben noch ein Batteriefach drin. Da kann ich drei AA-Batterien reinlegen und kann die dann auch entsprechend damit betreiben. Und sie kann dann halt unten den Akku, oben die Batterien benutzen. Das Ganze als Powerbank ist ein ziemlich cooles Teil. Und sie hat auch noch so einen Haken dabei, sodass sie halt auch irgendwo aufhängen kann. Das Ganze eine Nummer kleiner haben wir hier in dieser Version. Das ist also so eine Mini-Campinglampe. Die hat auch hier oben wieder einen Bügel dran, sodass sie aufhängen kann. Ist ein Karabiner und auch ein Haken dabei. Man kann sie also ins Zelt hängen. Man kann sie auch mal oben an die Markise hängen. Ist jetzt nicht sonderlich fancy. Sie hat halt einfach einen Ein- und Ausschalter. Und ja, da kann ich zwei Modi einschalten. Und das war es auch schon. Aber auch die hat einen Ladestecker für USB. Und die hat auch wieder die Powerbank-Funktionalität. Das heißt, ihr könnt auch mein Handy ein bisschen nachladen. Die Lampen haben jetzt beide natürlich nicht so die riesige Kapazität, dass sie jetzt die perfekte Powerbank wären.
aber für einen Notfall, wenn ihr irgendwo unterwegs seid, ist es auf jeden Fall ideal. Wir nehmen übrigens auch noch ein Video zum Thema Powerbank auf. Das verlinke ich euch auch einmal unten noch in der Videobeschreibung, sobald es online ist. Ja, das sind so die Lampen, die man im Notfall auch mal mit rumtragen kann. Was ganz cool ist, für größere Schränke, wo es ziemlich dunkel drin ist, also gerade so Klamottenschränke, da wo man die Jacken und Hosen reinhängt, die sind manchmal relativ tief und dunkel. Und da gibt es hier bei so einem blau-gelben Möbelhaus, IKEA heißen die, so eine kleinen magnetischen Lampen, die kann man irgendwo ranheften, wo es magnetisch ist, und die kann ich halt einfach einmal antipsen, dann gehen die auch an, und damit habe ich halt ein perfektes Licht auch irgendwo in dem Schrank. Kann ich natürlich auch irgendwo draußen benutzen, ne? Die sind nicht nur für den Schrank da, aber dafür wurden sie ursprünglich mal gemacht. Ist auf jeden Fall auch eine sinnvolle Geschichte, wenn es irgendwie drin dunkel ist. Dann haben wir hier mal zwei Varianten vom Sonnenlicht. Also eigentlich ist es dieselbe Variante. Ich will erstmal was zum Sonnenlicht erklären. Das ist letztens ein nachhaltig hergestelltes Licht mit Solar. Ihr habt also hier oben, ich bin ein bisschen vorsichtig, weil es gefüllt ist, eine Solarzelle drauf. Das heißt, wenn ihr das in die Sonne stellt, dann lädt es sich automatisch auf. Und dann gibt es hier so einen Bügel mit einem Magnet drin, und wenn der geschlossen ist, dann leuchtet es. Dann leuchtet die Lampe. Jetzt ist es gerade ein bisschen hell, deswegen sieht man das nicht so gut. Und das Ganze hat einen Henkel. Ihr könnt das Glas füllen. Ihr seht, dieses Glas ist jetzt mit Muscheln und verschiedenen Meeresgetierschalen gefüllt. Hier sind bunte Steine drin. Man kann das Ganze halt auch leer lassen, ja, wie das euch gefällt. Das ist so ein bisschen romantischeres Licht, was man eben draußen auf den Tisch stellen kann, wenn man gemeinsam draußen sitzt. Es reicht aus, um den Tisch gut zu erhellen, damit man alles sieht beim Essen. Und wenn man es eben füllt, dann kann man es auch noch und dadurch ein bisschen dimmen und es ist nicht ganz so hell. Was wir dann noch haben, ist hier diese Lampionkette. Ich habe den Wind gerade ein bisschen runtergepustet. Ja, da hat man hier so kleine, winzige, weiße Lampions dran. Es gibt einen Schalter dafür. Das gibt es einmal in der Variante mit USB-Ladefunktion und normalen Akkus oder eben auch mit Solar. Ja, da ist dann noch so ein kleines Solarfeld dabei, wo ich es aufladen kann. Und ja, man sieht es jetzt nicht so richtig, die kleinen LEDs da drin leuchten auch. Sobald es dunkel wird, sieht das ganz romantisch aus. Also das ist eher so ein bisschen, ja, für die romantische Stimmung abends, kann man sich oben an die Markise hängen oder an Wohnwagen oder ans Wohnmobil hängen. Sieht ganz, ganz schick aus. Und das letzte Licht, was ich mal noch mitgebracht habe, ist, ja, glaube ich, für die wenigsten was, aber ich finde es ganz praktisch. Wir haben das mittlerweile dabei. Das ist hier ja so eine Art tragbarer Baustrahler. Das kennen wahrscheinlich viele, ja, diese Lichter oder diese sehr, sehr hellen LED-Scheinwerfer, die man irgendwo sich hinstellen kann. Und der ist jetzt, ihr seht schon, kein Kabel dran. Der ist batteriebetrieben, der hat einen Akku drin. Und den habe ich mir irgendwann zugelegt, als wir mal nachts mit dem Wohnmobil eine Panne hatten und Stirnlampe nicht so richtig ausgereicht hat, um Licht zu machen. Manchmal, wenn du unterm Fahrzeug arbeitest, ist das ganz praktisch. Das ist also weniger was für den klassischen Campingurlaub, sondern eher was, wenn ihr ein Fahrzeug habt, was vielleicht immer mal Reparaturen braucht, oder wenn ihr eben unterwegs auch mal richtiges Licht braucht, dann ist sowas ganz, ganz spannend. Wie gesagt, ist jetzt nicht so das Standardthema für den täglichen Campingurlaub. Und wenn ihr die Tipps bis jetzt ganz cool fandet, dann werdet ihr vielleicht auch unseren großen Camping, unser großes Camping-Handbuch mögen. Das ist ein Buch, was wir dieses Jahr veröffentlicht haben. Es sind über 400 Seiten drin, ganz viele Tipps und Tricks. So wie ich euch jetzt ein bisschen was über Licht erzählt habe, findet ihr hier alle möglichen Camping-Themen, die gerade für Einsteiger super spannend sind, drin. Könnt ihr bei allen großen Bücherläden kaufen, sowohl offline im Geschäft als auch online im Versandhandel. Sucht einfach nach Camperstyle oder Camping-Handbuch, dann werdet ihr es auf jeden Fall finden. Was habt ihr noch an Licht dabei? Packt mir doch bitte mal eure Lichttipps, also welche Beleuchtung, welche Lampen ihr so beim Camping dabei habt, unten in die Kommentare. Ich würde mich freuen, eure Ideen zu sehen, um zu gucken, was ich vielleicht noch beim nächsten Mal mitnehmen kann, was auch praktisch ist. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihm doch einfach einen Daumen hoch. Und wenn ihr kein neues Video verpassen wollt, wie zum Beispiel das über die Powerbanks, dann abonniert einfach unseren Kanal, aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr auch kein Video mehr. Ich hoffe, ihr konntet was lernen und einen coolen Tipp für euch mitnehmen. Mir hat es ganz viel Spaß gemacht und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, tschüss!